Hey, hey Leute, wenn ihr dieses Video schaut, habt ihr euch anscheinend auf meinem Kanal verlaufen oder mehr auf dieses Video, weil ihr wissen wolltet, wie man Modifikationen installiert bzw. Modelle von anderen Flugzeugen, die noch nicht in Warsteiner sind. Alles, was man dafür braucht, ist, ich schieb's einfach mal hier rein, die Website live.warsteiner.com. Dort werden ziemlich viele Modelle oder auch HD-Cockpits und so weiter vorgestellt. Was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach mal auf Modelle und nehmen uns hier zum Beispiel mal von Snotzeltoff die Vulkan. Die Avro Vulkan B1A, um genau zu sein. Dort klicken wir dann hier unten auf Download. Dann wird das Ganze auch schon runtergeladen. In der Zeit können wir schon mal hier auf unser Warsteiner-Symbol gehen, Dateipfad öffnen und bekommen halt direkt in den Warsteiner-Pfad. Was wir aber vorher machen ist, um sicher zu gehen, dass ihr euer Spiel nicht beschädigt, kopieren wir uns einfach mal das Warsteiner-Verzeichnis und also Rechtsklick kopieren und fügen es in denselben Ordner wieder ein. Da ich das jetzt hier schon getan habe, wollte ich das nicht nochmal machen, weil der Ordner auch schon wirklich mehrere Gigabyte groß ist und das wirklich etwas dauert. Aber es ist halt zu eurer Sicherheit, weil sollte etwas schief gehen beim Einfügen der Moddaten, könnt ihr einfach euren alten Ordner wiederherstellen. Oder einfach halt den Ordner löschen und hier das Kopie wegnehmen. Dann sollte alles wie vorher laufen. So, nachdem wir das Ganze dann kopiert haben, gehen wir in den normalen War Thunder Ordner. Das hier kann auch zu. Gehen wir in den normalen War Thunder Ordner und gucken mal, was er uns hier runtergeladen hat. Und zwar haben wir hier den ZIP-Verzeichnis, was er mir jetzt auf einem anderen Bildschirm geschmissen hat. Das ZIP-Verzeichnis, das kann man natürlich öffnen, wie man will. Man braucht nicht unbedingt ZIP haben. Es gibt ja momentan schon genug Möglichkeiten dafür. Und hier haben wir gleich eine README mit drin, die ich auch mal gleich rüberziehe. Und zwar steht hier drin, dass das halt, vielen Dank für das Runterladen des Mods und so weiter und so weiter. Dass, wenn man ein Video davon macht, ihn krediten soll, also unten in die Kommentare schreiben oder im Video erwähnen. Und dann sehen wir hier auch gleich, dass es hier steht, das Layout des Folders, also der Dateipfad des Ordners wurde so aufgestellt, dass ihr das Ding einfach einfügen könnt. So. Sprich, wir sehen hier den Ordner Content und User Missions. Diese Ordner nehmen wir uns einfach und schwupp, packen einfach in diesen Ordner hier rein. Ja, das war einfach, ne? So, dann schauen wir das Ganze mal an, starten uns War Thunder. Huch, bei mir startet es gerade wieder auf einen anderen. Jetzt ist mir aus dem Bild gehopst. Bei mir startet es wieder auf einem anderen Bildschirm. So. Wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Ich mache hier kurz eine Pause rein, damit niemand meine E-Mail sehen kann. So. Jetzt, nachdem ich mich eingeloggt habe, sind wir immer noch im Ladebildschirm. So. Und nun sollten wir die Vulkan doch hier irgendwo finden. Wir gehen jetzt auf selbst erstellte Mission und haben hier die Missions Avro Vulkan B1A Free Flight. Wir nehmen Treibstoffbegrenzung, nein, nehmen erstmal Arcade. Ich will es im Arcade testen. So, das ist eigentlich der einfachste Weg, um 3D-Modelle zu installieren. Man muss natürlich gucken, einige haben es nicht so benutzerfreundlich erstellt. Da muss man wirklich jede Datei einzeln im Ordner knallen. Aber im Großen und Ganzen ist das der einfachste Weg. Und hier sehen wir, Mensch, ist das Ding ein fettes Viech. Wir haben hier das 3D-Modell der Vulcan. Die sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Und ich hoffe, es hebt auch ab, weil dann haben wir alles richtig gemacht. Es nimmt schon mal Schub, es rollt auf dem Boden, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es wackelt ziemlich auf dem Boden. Oh Gott, das Ding wackelt ja wirklich ziemlich auf dem Boden. Ne, aber tada! Es ist echt einfach. Hat das Ding Bremsklappen? Ich weiß gar nicht. Das sind die Flugklappen, die hier oben drauf sind. Eingefahren, so.
Ja, also wir haben alles richtig gemacht und haben jetzt eine Mission mit der Vulcan drinne. Das Spiel ist nicht gebrochen, wollte ich gerade sagen. Und es läuft. Hat das Ding auch Waffen? Es hat Bomben, es ist auch ein Bomber. Oh, sogar der Bombenschacht sieht ziemlich nice aus. Haben wir auch einen Kopf? Ich habe gerade die Kontrolle verloren irgendwie. Ja. So, wir sehen hier, dass ich sollte auch C drücken. Das Cockpit sieht auch nicht so schlecht aus. Also ist ein ziemlich nices Teil. Aber wir wollten uns ja damit beschäftigen, wie wir das Ding in das Spiel reinkriegen. Und gehen darum jetzt zurück zum Hangar. Und versuchen das Ganze einfach mal mit einem anderen Fahrzeug auch nochmal. Dazu schließe ich jetzt einfach mal War Thunder klassisch mäßig über Alt F4. So, habe es zugemacht. Dann schließen wir das ja auch nochmal. Dann rufen wir nochmal die Seite live.warthunder auf oder gehen hier einfach unter Workshop und auf Modelle. Und dann gucken wir mal. Wollen wir mal einen Panzer nehmen? Nehmen wir mal einen Panzer. 25. April. Man muss auch aufpassen. Einige Sachen sind hier auch mit bei. Die laufen halt noch nicht so ganz rund oder sind halt schon outdated, weil irgendein Patch das gebroken hat. Also es ist immer kompliziert, man muss hier wirklich gucken. Ich glaube, ich versuche meinen Leopard. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert. Bewertungen sind auf jeden Fall gut. Man hat dazu ein Video und jetzt laden wir einfach mal runter. Machen die Seite dann runter. Ja, toll. Machen die Seite runter. So, hier haben wir den Leopard. Öffnen wir kurz. Machen es runter. So, jetzt haben wir hier wieder If Not PZ3M. Ich glaube, die Datei kommt nicht dazu. Werden wir gleich sehen. Gehen wir auf Dateifahrt öffnen. So, dann sehen wir wieder, hier ist eine User Mission und ein Content drin. Diese beiden Ordner ziehen wir einfach mal rüber. So. Dann ist das Zeug drin und jetzt starten wir wieder War Thunder. Ich mache mal kurz wieder Pause, bis das Spiel gestartet hat und wir sehen uns gleich wieder in-game. So, jetzt sind wir auch wieder im letzten Ladescreen vom Hangar und werden mal gucken, ob das Ding funktioniert hat. So, wir gehen wieder hier oben auf Spiel, selbst erstellte Mission und haben hier Testing VK1602 Maniac. So, Operation Citadel, Polygon, Check in Desert Location. Ich starte einfach mal Check in Desert Location. Wir nehmen wieder Arcade Schlacht und gucken einfach mal, was bei rauskommt. Ja, die Ladebildschirme sind nervig. Oh, und wir sehen, Alter, das ist geil. Wir sehen, wir haben einen Leopard, also den kleinen Leopard. Hey, das ist geil. Ha, das funktioniert sogar. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und ihr seid jetzt hoffentlich einen Schritt schlauer, wie ihr 3D-Modelle und so weiter im Spiel einfügt. Und ja, ihr seht, es läuft sehr gut und die Modelle sehen gar nicht mal so scheiße aus. Ganz ehrlich, Respekt an die Leute, die das machen. Artischlag funktioniert sogar alles. Dann hier andocken und so weiter. Leider habe ich jetzt keinen Gegner zu stehen. Das wäre natürlich am besten gewesen. Aber ihr seht, es funktioniert alles, nur die Antenne ist ein bisschen starr, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Dafür ist das Modell extrem gelungen, muss ich mal sagen. Hier, ja, kann man sich jetzt, hier, guck mal, selbst wenn man sich das so dicht anguckt. Und die Ventilatoren da hinten, guck mal, die drehen sich sogar. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen damit, wie ihr Modifikationen installiert. Und das war's von mir. Wollt ihr mehr solche Videos sehen, wie ich zum Beispiel, zeigt, wie ihr Tarnungen reinknallen könnt. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Oder wie ich euch zeige, wie ihr
sonstige Sachen, Cockpits und so weiter reinknallt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich werde euch mit diesem Inhalt versorgen. Das war's von mir, euer Frommi. Bis zum nächsten Mal.